tear the veil asunder. Subvert new territory to our sovereign will. But that was what it wanted too. It raged unchecked through metal, bone, flesh. Life, we are infested with it. What? Visitors? Now, the gateway is failing. The jaws close. The final heartbeat approaches. Have you tried turning it off and on again? But before we fall, we shall scream. There is one who will hear the heart of Deimos. Ja, Leute, das mit der Technik ist ja bekanntlich so eine Sache. Aber gut, Nummer 2 startet jetzt. Denn Loki hat mir gesagt, er fand das nicht so toll, dass er als erster Warframe in der Spielgeschichte von mir der Folge 1 ausgelassen wurde und hat sich da mit Wukong unterhalten und gemeint, nee, die nächste Show übernehme ich. Daher versuche ich euch, was ich anfangs schon einmal versucht habe, aber nicht geschafft habe, in kurzer Zeit einen Überblick über den Orbiter und Ausrüstung zu verschaffen. Deswegen los geht's. Hier seht ihr Neuigkeiten, links darüber öffnet sich der Browser. Nun, hier haben wir die Konklave, eine Art PvP-Modus mit unterschiedlichen Missionen. Zu meiner rechten Nummer 3 steht der Markt zur Verfügung. Hier könnt ihr alles für Währungen, Platinum, die ihr für Realgeld kaufen könnt, besorgen. Das heißt, Prime Access, wie es gerade für Nessa Prime der Fall ist. Ihr könnt Warframes generell, Waffen, Skins, Skin-Pakete, also neue Waffen, Skins, Prime Gaming, wie gesagt, könnt ihr auch Drops abholen. Und ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Ich würde allerdings versuchen, auf 70% Platinumkauf zu warten, denn da spart ihr einiges. So, hier haben wir die Syndikate, die auch auf verschiedenen Relais im Sonnensystem verteilt sind. Bei Syndikaten ist es so, während ihr einem bestimmten Syndikat beitretet, könnt ihr euch ein Symbol, wie gerade auf Lokis Brust ist, ausrüsten. Damit farmt ihr auch während normalen Episoden weiterhin EP für dieses Syndikat. Umso mehr ihr steigt, umso höher könnt ihr in Stufen steigen. Seht ihr hier, verherrlicht ist die Endstufe, sozusagen gibt es immer 5. Und dann könnt ihr... Ja, dankeschön. Dann könnt ihr verschiedene Ausrüstungsgegenstände und vor allem für jeden Warframe, wobei sich diese Mods allerdings von Syndikat zu Syndikat unterscheiden, für jede Fähigkeit eines Warframes noch extra Mods holen, die diese Fähigkeit erweitern oder verändern. Bis zu Waffen, die jedes Syndikat einzeln stellt, einen einzelnen Siandana und Fotoras zählen, also Fotomodus-Dingern, und Exilius Waffenadapton. Genau, da könnt ihr einen extra Slot sozusagen für Mods freischalten. So, was sind nun Syndikatmissionen? Wichtig ist zu wissen, während es Alliierte gibt, gibt es auch Ablehnende und Feindliche. Das heißt, wenn ihr hierfür sammelt, sinken die bei anderen. Allerdings bin ich bei den meisten schon durch und habe dann geswitcht. Syndikatmissionen findet ihr in der Übersicht oder über Escape und Sternenkarte. Hier sind die Karte. Hier sind die Missionen mit verschiedenen Missionstypen, die ich euch gleich im Kodex nochmal zeigen werde.
Genau. Und während diesen Missionen solltet ihr, falls ihr sammeln wollt, in alle Ecken schauen, denn dort findet ihr eine Art Totem, die dem Zeichen sehr ähneln. Die könnt ihr auch im Syndikatsangebot überblicken. Da gibt es nämlich immer einzelne Statuen gleich in den ersten Reihen und so sehen diese Dinger dann aus. Und die könnt ihr sammeln. Mal 2, mal 4, mal 8 Stück pro Mission. Und der Vorteil von diesen Dingern ist, solltet ihr mit den Belohnungscredits für das Syndikat täglich durch sein, dann könnt ihr diese Totems noch extra abgeben, um mehr zu bekommen. Genau. Das tägliche Limit steigt natürlich mit dem Meisterrang, den ihr durch das Leveln von Waffen und Warframes und Begleitern und sonstigen Ausrüstungsgegenständen bis Level 30 bekommt. Solltet ihr im Anschluss an Level 30 ein extra Gegenstand anwenden, den ihr zum Beispiel über Nightwave-Angebote bekommt. Nachher seht ihr noch die fünfte Quest, die Endquest von Nightwave Glasmacher. Könnt ihr hier an Angebote gehen und mit Orykin Beschleuniger oder Orykin Reaktor die Mod-Kapazität von 20 auf 60 erhöhen. Somit könnt ihr stärker werden. Unter anderem gibt es hier noch zum Beispiel für Baubahn extra die Gegenstände, Cosmetics im Helm, Skins natürlich für Waffen und für Waffen ebenso wie für Auren bei Warframes extra Mods. So viel dazu. Nightwave erkläre ich dann nachher noch einmal. It's time for Nora to say goodnight. So, der Codex. Hier habt ihr eure Quests, die ihr nach und nach freischaltet. Diese werden auch abhängig vom Meisterschaftsrang erst freigeschaltet. Universumskompendium. Hier könnt ihr alles nachsehen, was ihr wollt. Das Librarian ist sozusagen ein Vorschau für verschiedene Frames, die spezial kommen. Hier könnt ihr trainieren, alle möglichen Sachen, die es zu wissen gibt. Und hier stehen, wie vorhin erwähnt, alle möglichen Missionstypen, die im Sonnensystem auf euch zukommen können. So, Nightwave hatten wir. Hier geht's zur Schmiede. Genau, hier könnt ihr alles einsehen. Angebote abholen, die ihr fertig gebaut habt. Seht ihr, habe ich eine Primärwaffe noch im Bau. Forma ist immer wichtig, solltet ihr immer bauen, weil es dauert, glaube ich, 24 Stunden oder sowas in die Richtung. Waffen die 12 und Frames bis zu 3 Tage. Hier könnt ihr bei bereit zum Bauen sehen, was ihr aufgrund von euren Ressourcen bauen könnt. Habt ihr diese schon fertig gebaut? Steht hier gemeistert. Das bedeutet, ihr bräuchtet sie rein theoretisch nicht noch einmal bauen. Denn es gibt keine EP, solltet ihr eine zweite auf Level 30 bringen. Bin ich der Meinung. Außerdem, was soll es euch sonst bringen? Ja, sonst Warframes, Primär, Sekundär, Nahkampf, Archwing-Module, Begleiter. Seht ihr hier. Die drei habe ich noch nicht. Den Brian von DevCube habe ich schon. Landungsschiffe und so weiter aussehen. Modulare sind noch wichtig. Hier könnt ihr zum Beispiel Begleiter in Kredenzien bauen, Kitguns bauen, also modulare Waffen, Verstärker, die der Operator nutzen kann und so weiter und so fort. Und natürlich Nahkampfwaffen. Genau. Bergbau könnt ihr euch sozusagen extra herstellen. Und verschiedenes. So, weiter geht's. Hier wird eigentlich nur euer elektronischer Begleiter ausgestellt. Hier sitzt euer tierischer Begleiter im Inkubator. Den müsst ihr auch erst bauen. Ich habe gerade von Daimos ein Bredasit, glaube ich, gezüchtet. Und hier sind die Mods. Bei Mods geht es um Folgendes: Mods sind für Warframes und Waffen ja total wichtig. Es ist der Grund, um sie stärker zu machen, die Frames und die Waffen. Ihr habt Requiem-Mods. Ihr habt genau spezielle Mods, Amalgam, Primed Mods und dann die gelben, die ihr eigentlich am häufigsten kriegt, außer diese. Solltet ihr diese Mods verfeinern wollen, dann Moment, gehen kurz auf Doppelt. Könnt ihr die sind jetzt nicht. Ja, machen wir dann. Verkaufen entweder. Ich habe gerade einen ausgewählt, deswegen geht's nicht.
verkaufen. Die bringt 1000, blaue 500, Bronze 200 und die 50.000. Oder für Endo freigeben. Endo würde ich aber nicht empfehlen, denn Endo kriegt ihr genügend durch Ayatan-Schätze, die ihr jede Woche neu sammeln könnt oder in Missionen finden könnt. Ihr könnt dann über diese... Ach, deswegen geht's nicht. Zwei gewählt. Ist der denn? Wo ist der denn? Gehen wir doch mal hier hin. Und da ist eins. Da ist eins. Was ich euch zeigen wollte gerade, wenn ihr einzeln anwählt, könnt ihr sie verfeinern. Ihr seht hier zum Beispiel Antimaterie-Tropfen von Nova. Steigt hier von 1 auf 3 Meter, so verhält es sich auch mit allen anderen Sachen. Zum Beispiel Pistole, 40%, 25, 30, 40. Also die Statusdauer wird hier erhöht. Das kostet dann jeweils Credits und Endo. Endo bekommt ihr mit Ayatan-Schätzen, die ihr dann findet und mit diesen beiden Sternsorten bei Autoinstallation ausrüsten könnt und dann bei Moras Bazaar verkauft. So, und nun zur Ausrüstung. Ausrüstungsslots. Tenno Loadout. Ihr habt einen Warframe, Primär, Sekundär, Nahkampfwaffe und Fokus, der euch über den Operator noch zusätzlich gegeben wird. Dazu später aber mehr. Und ihr habt das Parason, was zum Hacken oder für Gnadenstöße oder ja, Attentate, glaube ich, noch verwendet werden kann. Aber bei Attentaten bin ich mir gerade nicht sicher. Dies könnt ihr dann über Verbessern ausrüsten. Hier könnt ihr Requiem-Mods einfügen, aber keine Mods verstärken. Und weiter geht es hier oben mit den Begleiter-Loadouts. Hier könnt ihr entweder elektronische oder biologische Begleiter ausrüsten, die natürlich verschiedene Gesundheit oder Rüstungswerte haben. Fanbro, mein erster Kubro und daher Numites. Wie gesagt, eine Neuzucht von Daimos, die einfach nur zum Leveln und Verkaufen gelevelt wird. Und wenn ihr elektronische habt, habt ihr noch die Möglichkeit, verschiedene Waffen den Robotern zu geben. Ihr seht, ihr Artax ist einer der ersten. Der Vorteil bei Artax ist mit Taxon, den ihr als erstes bekommt. Der Vorteil ist hier Stat. Also Status. Er geht gut auf Status, da er ständig Geldeschaden und Geldestatus verursacht, egal was ihr noch dazu an Vereinigung von Elementen reinbringt. Und der Vorteil bei Artax ist mir aufgefallen, dass ihr, sobald ihr die Feuerrate erhöht, der Status steigt. Was meiner Meinung nach nicht bei jedem funktioniert. Zum Test. Elström. Ein Mikroraketen-Dude, der ebenfalls Status machen kann, weil Crit-Chance ist sehr gering. Genau, machen wir hier Schnellauslöser raus, verändert sich nichts. So, weiterhin. Ausrüstungsrad. Hier könnt ihr alles auflegen. Ihr seht, ich habe ziemlich viel drauf. Also den Plasmaschneider kriegt auch Fortuna, Venus im Open-World-Gebiet zum Erzfarmen. Scanner, Synthesescanner, Omni, Narkosegewehr zum Jagd von Tieren, Harpoon fürs Fischen, kinetische Siphonfallen, um spätere Scans durchzuführen, die wichtig sind. Die braucht ihr euch eigentlich nicht extra legen. Erfahrung, Phantome, die ihr selber herstellen könnt, entweder vorgefertigte oder ihr könnt über extra Anpassungen auch Warframes mit Loadouts in Phantome verwandeln. Das K-Drive, also das Hoverboard und den Archwing, also für extra Missionen zum Fliegen. Und da sind wir auch schon beim Archwing. Archwing hat ebenfalls momentan 4 verschiedene, aber ebenfalls noch Prime-Möglichkeiten. Diese könnt ihr euch hier im Laden kaufen. Odonata gibt es am Anfang für umsonst. Eher ein Schadens-Archwing. Itztal ist eher, ja, er auf Unsichtbarkeit gelegt, passte gut zu Loki. Auch diese haben jeweils 4 Fähigkeiten, die unterschiedliche Abzugskosten und unterschiedliche Effekte haben. Zum Beispiel gibt es auch für diese Effekte und Fähigkeiten Mods. Hier gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, die Gegner beim Ranziehen zu erfrieren und zu erstarren zu lassen.
So, ebenfalls habt ihr für den Archwing extra Fernkampf- und extra Nahkampfwaffen. Hier empfehle ich ebenfalls drei verschiedene, falls ihr mal so weit seid, zu nehmen. Das heißt, für jede physische Schadensart, hier ist es Einschlag, hier ist es Schnitt und hier ist es Durchschlag, eine zu wählen, falls ihr gegen verschiedene Fraktionen kämpft. Denn jede Fraktion hat ja unterschiedliche Schwächen. Bei den Greenern ist es eher der Durchschlag, bei den Befreien der Schnitt und bei den Korpus der Einschlag. Ebenfalls gibt es unterschiedliche Elementar- und Elementarkombinationsschwächen. Ebenfalls hier Durchschlag, Einschlag, Schnitt. Diesen bekommt ihr am Anfang. Veritox, das Schwert. Und hier war es... Die habe ich schon verkauft, weil ich keinen Slot mehr frei hatte. So ein Dauerfeuergewehr. Und das K-Drive, was für Open-World-Gebiete anfangs notwendig ist, denn ihr kommt an den Archwing eigentlich nur, wenn ihr ein Dojo habt, das heißt einen Clan. Also wenn ihr eingeladen werdet oder anfragt, könnt ihr gerne machen. Die Community ist sau nett, hat auch den, ist auch für den Community Award vorgeschlagen worden. Und das K-Drive sieht hier so komisch aus, weil ich mir über Daimos einen Velocipode-Skin gekauft habe, einen weißen. Und das ist ein kleiner Käfer und dann könnt ihr auf den Käfer reiten. So, ansonsten sieht es halt, ja, wieder Farbfeber, schade. Ansonsten könnt ihr das K-Drive, kriegt ihr am Anfang eins umsonst und könnt es dann in, auf Venus bei den Schachtkindern ein neues bauen. So, damit sind wir ja zum Glück schon relativ schnell durch. Nur zu Warframes noch und deren Besonderheiten. Geben wir uns das auf Loki ein, denn Loki hat ebenfalls eine Besonderheit. Er ist kein Schadens-Warframe. Die einzige Fähigkeit, die Schaden macht, ist diese, radiale Entwaffnung, aber sowohl Teleporttausch, Unsichtbarkeit und Köder brauchen rein theoretisch keine Verstärkung. Daher könnt ihr, wie in diesem Bild, auf maximale Dauer versuchen zu gehen. Oder ja, Dauer oder in dem Fall auch Reichweite durch Überdehnen zum Beispiel, weil Fähigkeiten Stärke braucht man nicht. Ja, und es gibt bei jedem Warframe einen Aura-Mod, den ihr ausrüsten könnt. Hier zum Beispiel stiller Ansturm, Nahkampfverstärkung oder Gesundheit oder Gewehrverbesserung. Ihr habt sozusagen die Exilius-Mod, die ihr vorhin gesehen habt, die ihr über Syndikate diese Adapter holen könnt. Da könnt ihr nochmal extra, zum Beispiel Meisterdieb, 40%ige Chance, geschlossene Spinne zu öffnen oder Sprintgeschwindigkeit, heimlicher Tritt oder Flickflack und so weiter und so fort. Jeder Warframe kann auch ebenfalls zwei Arcana ausrüsten, die ihr ebenfalls aufleveln könnt, sobald ihr sie findet und genügend habt. Wie hier bei den Silbernen zu sehen, steigt mit jeder Stufe. Die bringen nochmal mehr Varianz rein. Genau, ihr könnt mit Forma, die ihr vorhin in der Schmiede gesehen habt, blub, diese Dingerchen, mit denen könnt ihr eure Mod-Polarität beeinflussen. Das heißt, jede Mod hat verschiedene Polaritäten und sobald ihr ein Mod auf passende Polarität legt, wird der Verbrauchungswert um die Hälfte gesenkt, allerdings mathematisch aufgerundet. So, das geht dann bis hierhin. Und hier haben wir noch Zenurik-Mods. Und das sind Mods, die Fähigkeiten, wie vorhin im Syndikat erwähnt, beeinflussen. So, und Umbra-Mods sind spezielle Mods, die ihr, sobald ihr Excalibur Umbra freischaltet, in der Story freigeschaltet sind. Und auch hier etwas Besonderes. Profis werden sich wundern, oder nicht wundern, werden schmunzeln. Denn Lokis erste Fähigkeit... Köder ist weg und wurde von mir mal mit Stille von Banshee ersetzt über Helminth. Das neue befeine Schiffssegment, was mit Deimos kam, wo ihr am Anfang schon den Trailer gesehen habt. So. Und weitere hier aus Excalibur Umbra, den bekommt ihr dann im Laufe des Modus. Besonderheit hier, er hat vorgefertigte Umbra-Mods. Genau wie auf der Waffe, die mit ihm kommt, seht ihr hier. Und Tauwiderstand ist sozusagen gegen Sentinel, ein besonderer Gegnertyp, die Tauschaden verursachen. Und die hat er halt schon vorinstalliert und hat auch, ja, glaube radiales Heulen ist im Gegensatz zu Excalibur Prime extra eine neue Fähigkeit. Und gleicht sich nicht alle anderen, bin ich der Meinung, schon. Und Excalibur Umbra hat genau wie Wukong
mein zweiter oder eigentlich Hauptmain eine Besonderheit, denn er hat hier unten einen weiteren Ausrüstungsslot, denn die Ult der Fähigkeit ist ursprüngliche Wut und das schaltet wie bei Excalibur Umbra eine neue Waffe frei, mit der ihr dann kämpfen könnt, die dann meistens Energie pro Sekunde Kosten haben. Die könnt ihr verringern, indem ihr den Warframe auf Dauer oder Effizienz skillt. Also mit den Mods. Genau. Und hier habe ich auch sozusagen Trotzen weggenommen und mit Nesas Feuerläufer ersetzt. Denn es macht in Kombination mit Wolkenläufer wahnsinnig viel Spaß, ein bisschen rumzumalen in der Luft und Gegner zu verbrennen und dabei Schaden aufzubauen. So, damit seht ihr gleich mal die Übersicht von allen Warframes. Ihr habt ja Passivfähigkeiten, die jeder hat. Wukam ist eine wahnsinnig geile Passivfähigkeit, denn er kann dreimal beim Tod wiederbelebt werden und setzt dann zufällig, glaube aus 6 oder 7 Fähigkeiten eine frei. Und hier habt ihr Tipps, wie ihr anfangs die einzelnen Warframes spielen könnt und was die Fähigkeiten bewirken. So viel dazu. Diese Waffen haben auch noch extra Haltungsslots und können auch extra ausgerüstet werden. Zu denen habt ihr, wie ihr hier seht, 3 verschiedene Vorfertigungen, die ihr euch einstellen könnt. Zum Beispiel wollt ihr, ich habe so gemacht, einen Elementar-Slot, den ich dann anpassen kann. Hier Gas auf Befallene. Ein Hauptschadenslot, der die Vorzüge, mit denen die Waffe kommt, verstärkt. Damit gut gegen Korpus. Und Eidolon habe ich eigentlich bei allen Waffen, die dann zum Leveln hilft. Anfangs, um auf der Erde Cetus der Eidolon-Ebene, der Open-World-Ebene sozusagen, Eidolon-Terralisten nachts zu farmen, denn damit könnt ihr für den Operator Verstärker freischalten und die dann bauen und extra Angriffsmöglichkeiten freischalten, wobei euch dann dieses Zenryuk hilft. Zenryuk, also Fokus. Gerade ist nur Zenurik ausgewählt. Einer von 5. Jeder von den 5 hat verschiedene Eigenschaften. Hier geht es um Energieregeneration, hier geht es um Nahkampf und Combo, Hauptschaden, Rüstung, Verteidigung und Heilung und eine Fähigkeit erhöht den Erfahrungsradius um 10 Meter. Wenn ihr an euren Ausrüstungen Linsen einsetzt, das seht ihr an diesen Zeichen, das könnt ihr auch erst machen, sobald sie Max Level 30 sind. Oder Max Level 60 wird es dann erst wieder freigeschalten. Könnt ihr Linsen einsetzen und dadurch dieses Farm. Anfangs schon erwähnt beim Glasmacher Nightwave. Hier ist schon mit Urukin-Beschleuniger aufgewertet und ja, einiges polarisiert. Seht ihr hier 60 Slots. Genau. Ja, Sekundärwaffen. Hier kann ich eine ebenfalls andere Art zeigen. Denn das ist eine Kitgun von Venus Fortuna, eine selbst zusammengebaute Waffe, die durch den Frontteil und den Griff und den Lader beeinflusst wird. Ja, für Crit-Chance, Status, Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit noch, Feuerrate. Genau. Und ihr könnt dann bei diesen auch Sekundärfunktionen freischalten. Bin ich mir auch gerade nicht sicher, ob es nur auf Primärwaffen ging bei den Schusswaffen oder auch auf Sekundär. Aber ich glaube, Sekundär hat diese keine und auf Primär noch eine extra Long-Range-Schuss, der dann explodiert, wenn er auftrifft. So, mein Yamazurato ist ebenfalls auf der Erde gefertigt worden. Ein sogenanntes ZAB-Zor, nenne ich es mal. Auch eine Modulwaffe, die, wie alle Modulwaffen, auch die Kitgun, bin ich gerade nicht nur eingegangen drauf, extra Möglichkeiten hat, um hier neue Arcana auszurüsten. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Wie ihr seht, die bekommt ihr alle auf der Erde. Die gab es jetzt auf Daimos zum Halloween-Event zu kaufen und zum Farmen. Und damit könnt ihr anfangs... Genau, das hatte ich am Anfangs genutzt, hat sich bei Angriffen aus der Luft und Schmetterschlägen auf dem Boden wahnsinnig gelohnt, weil ihr 50% Chance habt, den Gegner an euch ranzuziehen und dann mit Nahkampf voll drauf zu hauen. So, was gibt es noch? Hier waren wir durch, hier waren wir durch, hier waren wir durch. Na, dann sind wir ja schon durch. Hoffentlich diesmal schneller hinbekommen. Void-Relikte, auch wichtig, denn hier bekommt ihr Teile für Prime-Waffen, Prime-Frames. Former Blaupausen bekommt ihr hier ebenfalls.
Und noch zu wissen ist, dass die Relikte ebenfalls aufgeteilt sind. If, Meso, Neo, Axie, Axie. Genau, und Requiem. Und die bekommt ihr, zeige ich euch noch über Escape. Könnt ihr auch hier farmen, umsetzen. Hier seht ihr dann, ein Livris ist offen. Noch 34 Minuten geht Sabotagemission gegen die Korpus. Da schaut ihr dann am besten, was ihr machen wollt und welche Level die Gegner haben. Und dann geht ihr rein, macht ihr am besten auf öffentlich, damit Leute mit euch farmen. Denn jeder schmeißt ein Relikt im Pott und hat verschiedene Drop-Chancen für die einzelnen Teile. Wenn ich jetzt hier spaßeshalber anklicke, wird gefragt, welches möchte ich denn? Dann wähle ich mir eins aus und kann diese, wenn ich möchte, mit Void auch noch verbessern. Und verbessern bringt erhöhte Drop-Chance für seltene Gegenstände. So. Genau. Wenn wir gleich noch einmal hier sind, bevor wir runter in die andere Ebene gehen, gehen wir hier durch. Hier oben habt ihr den Überblick. Ihr könnt Extratoren, wenn ihr euch die Blaupause im Laden, im Markt holt, Extratoren aussenden, die farmen euch pro Planet dann vier verschiedene Ressourcen als Möglichkeit und eine davon bekommt ihr dann, wenn es abgelaufen ist. Und die sammelt ihr am Ende ein und schickt sie wieder raus. Hier gibt es Events. Das ist das sogenannte Narberus-Event auf Deimos. Nein, wir wollen da jetzt nicht hin. Der Mond vom Mars. Genau, das sind Quests, die ihr dann über den Codex aktiv anwählen könnt. Schiedsgericht ändert sich ebenfalls in Abständen, bringt gute Credits und hat immer verschiedene Effekte sozusagen. Hier ist Südrot stärker und Akarius Schaden plus 300. Das sind Invasionen, Extramissionen, die euch entweder Ressourcen bei Greenon diese und bei Corpus Fieldron geben oder aber auch Teile für besondere Waffen oder Mutagenmasse auch freischalten. Blub, also Ressourcenmods. Aber wie gesagt, auch Blaupausen für besondere Waffen, Ausfertigungen von normalen Waffen liefern. Wir sind wieder bei den Syndikaten. Da wäre noch extra drauf eingegangen auf das Sanctuary. Genau, auf den Ansturm, den ihr über den Relais auch zum Beispiel beitreten könnt. Diesen Ansturm würde ich empfehlen, um frische Waffen neu zu leveln. Nehmt euch eine Hauptschadenswaffe, rotzt damit quer durch das Level. Ich glaube, bis zu 8 Stufen ist das Maximale. Hintereinander weg. Und so levelt ihr eure Waffen, kriegt gut Ressourcen und Credits und später dann den Elite, um noch mehr zu bekommen. Und das sind tägliche Aufgaben, die ihr eigentlich scannen könnt, um noch mehr Ressourcen dafür zu bekommen. Das war bei den Relikten und das, ja, ist extra. Da dachte ich halt, bist du noch nie zu stark gewesen, um das zu machen. Zack. Aber wir wechseln wieder auf Loki, denn er wollte ja die Führung machen. Und wer sind wir, dass wir es ihm verwehren? So, rechts geht es rum. Und wir sind im Häuschen. Könnt ihr ebenfalls ausrüsten, hier noch ein Aquarium reinmachen. Eure aktuelle Ausrüstung steht hier. Ein Aquarium mit Fischen, die ihr sammeln könnt und fangen könnt, dann auch zerlegen könnt für Ressourcen. Ihr könnt ihr Audio auswählen, was spielt. Das ist ein Questgegenstand für Inaros, also den Sarkophag-Pharao. Könnt ihr beten, das ist ein Dekorationsgegenstand. Und hier kriegt ihr über die gerade gezeigte Syndikat auch für Credits extra Minispiele wie C4, Happy C4 Wyrmis und Framefighter. 2D Side-Beat'em Up. Wyrmus ist so ein Bullet-Hell-Shooter, nur weniger hell, aber Side-Scrolling und ein Side-Scrolling-Ausweichspiel. Steuert ihr mit der Leertaste und einzelnen Schüben den Flugframe C4 durch enge Parcours und müsst von vorne anfangen, sobald ihr irgendwo aneckt. Können wir später auch mal spielen. So. Nun gehen wir noch schnell auf den Operator ein, über den ihr allerdings auch über Escape und Operator zugreifen könnt. Da können wir nämlich zu den erwähnten Verstärkern, die ihr auf der Erde, Cetus, oder auf Fortuna bei Vox Solaris euch einzelne Komponenten holen könnt und dann zusammenbauen könnt. Und hier auch andere Arcana, die ihr leveln könnt, die dann noch extra was bringen. Hier eine gute Kombi, denn
gehe ich aus meinem Warframe raus und kämpfe als Operator, heilt mein Warframe passiv hoch. Das bei Transferenz und bei inaktiver Transferenz. So, ebenso gibt es Features, also Aussehen, bla bla bla, Kleidung, Masken und so weiter und so fort. Fokus hatte ich schon erklärt. Aussehen, fertig. So, nun zum letzten und neuesten spaßigen Ding. Okay, vorletzten, denn beginne erst auf den Rayjack ein. Kurze Ladesequenz. Meditation. The opposite of a small truth is a lie. The opposite of a great truth is another great truth. Right. Der Rayjack kostet massiv viel Credits. Ist aber vom Trailer her wahnsinnig nice. Vielleicht schneide ich euch den danach hier noch mit rein. Das schreibe ich mir gleich auf. Ja, dumm wenn nicht, damit ihr seht, was abgeht. Und hiermit könnt ihr zu viert Orbit, sozusagen Orbit-Mission erledigen, in denen einer Lenken- und Seitenkanonen bedient. Dann habt ihr noch schwere Kanonen. Einer kann als Operator dienen. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, wo die Plätze sind, weil ich erst einmal zum Test gespielt habe. Andere Leute können da noch Schäden reparieren. Mit, glaube ich, dem Omni. Ja, und natürlich könnt ihr euch den wahrscheinlich noch dekorieren und Co. Und es ist ein Riesenteil. Ich habe auch noch nicht angefangen, bin aber scharf drauf. So, daher schnell den Rayjack verlassen. Nein, ich Spiel beenden. Rayjack raus. Rayjack raus. Hier raus. Oder da raus? Hier raus. Genau, das sieht dann so aus. Das sind noch extra Missionen sozusagen. So, zurück zum Orbiter. Da war's doch. Zack. Weil wir gerade noch beim Orbiter sind. Und bevor wir alles vergessen, Ausstattung Orbiter Landungsschiff. Am Anfang habt ihr dieses kleine Dingchen, was auch ziemlich nice ist. Macht aber am Ende nichts aus. Durch die Nightwave Glasmacher Mission bekommt ihr dann den am Ende. Könnt den auch ausrüsten. Weiter. Orbiter in Ausstattung. Und natürlich auch noch die Dekorationsoption. Dass ihr einzelne Dekorationsgegenstände platzieren könnt. Wie diese Eidolon Terralisten. So. Dieses feine Ding, welches ich Cromwell getauft habe, nach Helsing Anime, ne, Cromwell, Alucards, alles verschlingende Form. Richtig, richtig. Da waren wir ja schon im ersten Video, wo wir ein bisschen uns die Grußgeschichte angehört haben. Und jetzt gehen wir kurz mal näher drauf ein. Ihr könnt hier erstmal Cromwell füttern mit Ressourcen. Nutzt dafür die grün hervorgehobenen, denn da habt ihr weniger Verbrauch. Und ihr könnt... Ja, Ordis wäre da fertig. Alles klar. Ihr könnt ihr normale Frames, keine Primes, am besten so machen. Aufleveln bis 30, dass ihr den Erfahrungsschub für die Meisterstufe bekommt und dann absorbieren. Und damit schaltet ihr pro absorbierten Warframe eine festgelegte Fähigkeit frei. Bei Frost war es, bei Loki, das war bloß gerade Frost-Fähigkeit, habe ich ja Stille auf Ausrüstungsslot A gelegt. Seht ihr hier, ihr habt ja immer drei, das auf C, um es mal zu versuchen anfangs. Und von Revenant, von Vault, den Schock. Könnt ihr auf alle Warframes legen, müsst dann sozusagen eine Fähigkeit opfern. Aber könnt ihr auch euren Spear-Stil anpassen. Und ihr könnt die auch wieder entfernen, solltet ihr euch mal verskillt haben. So, damit sind wir zum Glück durch. Diesmal 15 Minuten schneller als vorher. Puh, war aber auch was. Ne? Was sagst du dazu? Habt ihr extra ein Spielzeug hingelegt? Könnt ihr auch dann mit, das sind so die Tiere, die ihr an den Open Worlds fangen könnt. Die zeige ich euch mal schnell als Überblick. Die einzelnen Welten und Planeten. Merkur ist ja das Stadtgebiet, ein Queenergebiet. Hier seht ihr die verschiedenen Rettungen, Gefangennahme, verschiedene Missionen, die Level steigen. Venus kommt die erste Open World. Fortuna, das Orbistal, eine Eiswüste mit Korpus drin. Da könnt ihr Tiere fangen, zum Beispiel mit dem Narkosegewehr erlegen, einfangen. Da könnt ihr euch diese tollen Kuscheltiere holen. Hier haben wir noch eine andere Art von Aktion, Quest sozusagen. Albtraum, kein Schild zum Beispiel. Erde kommt dann Cetus,
und die Ebene von Eidolon, auf der er gegen Freena kämpft. Tag- und Nachtwechsel ebenso. Bei Fortuna ist es kalt und warm. Das ist auch immer abhängig, welche Fische dann spawnen, falls ihr Ressourcen farmen wollt über Fische. Überall gibt es auch verschiedene Ressourcen für verschiedene craftbare Waffen. Und die neueste ist dann Cambion Drift, die befallene Open World. So. Kuba-Festung reist immer ein bisschen hin und her. Da könnt ihr Kuba sammeln. Hier, diese Kuba-Mission. Auch eine Spezialmission. Denn Kuba braucht ihr manchmal als Ressource, um Sachen zu bauen. Im Void sammelt ihr Void-Spuren zum Aufleveln von Relikten. Hier kommen manchmal auch Syndikat-Missionen. Deswegen rate ich immer, schaut am Anfang immer, habe ich hier gleich mal blub, bei den Syndikaten irgendwelche tolle Missionen im Void. Falls ihr wenig Zeit am Tag habt, dann rock ich die gleich runter. Hier kommen immer die pro Woche die neuen Tagesquests. Oder was hier? Ah, ich bin mir gar nicht sicher. Schäm dich, Zeitmoment. Schäm dich. Genau, diese einzelnen Stränge schaltet ihr mit steigendem Level frei, weil die von unterschiedlichen Richtungen begehbar sind. Und hier noch das Dojo. Sollte euch ein Clan anfragen oder ihr ein Clan anfragen, kommt ihr rein, könnt darin dann die Archwing Startrampe bauen und hier die Komponenten euch kaufen für Credits, die euer Dojo bereits zum Nachbilden freigeschaltet hat. Das zeige ich nicht, denn das schluckt ewig viel Zeit. Dort könnt ihr auch dann die Rayjack-Mission machen und zum Trockendock kommen. Und ja, genau. Hier sind noch Featured-Dojos, wo auch der Original-Warframe-Stream immer mal reinschaut und guckt auf Twitch. Da könnt ihr übrigens auch einiges an Drops bekommen, wenn ihr bei Twitch bestimmte Zeit zuschaut, wenn euer Twitch-Account mit Warframe gelinkt ist. So. Beim Markt auf die 70% Rabatte, die gefühlt nur einmal im Jahr kommen oder einmal alle 2 Jahre warten. So, und dann Night Wave. Ja. Extra Mission. Extra Credits. Am besten, um die volle Effizienz bei Missionen zu erreichen, guckt anfangs, was für Missionen habt ihr hier. Guckt anfangs, was ist kompatibel mit Syndikat-Missionen oder mit Void-Rissen. Oder manchmal vielleicht auch Invasionen. Und macht dann sozusagen mehrere Punkte gleichzeitig weg und hakt die ab. So, das war's. Jetzt hau ich euch hoffentlich noch den Trailer hinterher und ja, ciao! Genau, die Crew-Schiffe könnten wir noch entern. Nice. Das ist für Waffen. Genau. Und das hier ist der Reaktor für Warframes und Begleiter. So viel dazu. Nun habt ihr hier immer unterschiedliche Stufen. Wenn ihr dort reingeht, müsst ihr euch erst umschauen. Und das zeige ich euch einfach hier. Nihil's hit his endgame. Dozens are getting glassed now. System-wide, and he's just warming up. Easy to trace a signal that strong. This is where Nihil glassed thousands,
maybe millions. Back in the day, this place would have been stacked with pretty glass bottles. Cephalon oubliettes, tiny little hells, each built for one. He's hiding out. We gotta find out where and fast. So, ihr habt dann die Chance rumzurennen und müsst stetig 5 verschiedene Gegenstände finden. Hier zeige ich euch die 5. Nummer 1. Wichtig dabei ist, merkt euch Symbole. Ja, also wie die aussehen. Ihr seht oben in der Mitte sozusagen dieses Ding in der Glasscheibe. Das müsst ihr euch merken, weil euch... Orkan Laws. Legend. They had hundreds of these books. Easy to put a foot wrong when your masters change the rules as they please. Judging from their condition, I'd say when the Empire's end came, it was fast and violent. Someone saved these few. And they're all about glass. They were deranged children. Run amok. Centuries of progress destroyed. But they never destroyed me. Never caught me. And our end only proved our correctness. That our laws had been just. Bla bla, ich will was sagen. But it's never too late, is it, Lord? Justice never lived inside these walls. Only oppression. Das schnauze jetzt, weil euch am Ende Fragen gestellt werden, die ihr beantworten müsst, um bis zum Ende zu kommen. Moment, jetzt hatte ich 4 und... Oh, please, the mob murdered of the Empire. Since then, the Argent system has known nothing but comfort. Das letzte, das habe ich ewig nicht gefunden. You ask why I exist? I give you this little mouthpiece for the collapse of civilization. This would be how Cutter got Nihil's attention. Woke him, maybe. Either way, he got a lot more than he bargained for when he connected to this abandoned part of the Weave. We all did. These were all people once, Dreamer. Reduced to examples. To keep the rest in line. Just like Nihil is set on doing now. So many souls were glassed here. These shackles. Logged and numbered. This place also sie quatscht euch sozusagen stetig zu mit den Dingern, die ihr findet. So important. Aber es ist important. To think he never left it. Denn wer Bock hat in das... Wer Bock hat in das geile Warframe-Universum einzutauchen, ne? Backstory. But it's the beheadings people remember. As society fails without both haircuts and hangings, Nora doesn't understand that. The body. It's Orokin. Damit meint sie jetzt wait. Diesen Typ. Wait. Wir sind am Ende. No. He wouldn't. Would he? Took you long enough. Gut, ich hoffe, Sie sind fertig. Denn um die ja sozusagen letzte Stufe von diesen 1 bis 5 Quests zu erreichen, braucht ihr diese sogenannte Cephalid-Resonanz, die da steht. Und die bekommt ihr, indem ihr zum Beispiel in Quests over Open World besondere Gegner vernichtet. Die, das hört ihr dann am Sound, so einen gläsernen Sound. Durch das Erscheinen von Glasportalen geformt werden. Wenn er die zerstört, kriegt er dann diese Dinger und braucht sie, um mehr einzutreten. The law is the heaviest of stones. A saving anchor for the righteous. A killing weight for the unjust. Prepare, for it now descends upon you. Wenn ihr hier scheitert, sind dann diese 5 Dinger weg. So, Zeit läuft ab. So, wir gucken, was brauchen wir? Ne, das war's nicht, das war's nicht. Ach, das hatte ich gefunden. Genau, und drauf. Das ist das Falsche, brecht ihr ein. Die 5 Credits sind futsch. So, wir wissen, es waren 13. Hier wird's schwierig.
denn das oder das. Moment, ich muss genau gucken. Arc screen is down. Feedback loops broken. Dreamer. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es war der. Yes. Ja, die Kläfe war es. Boom. Und das Zeichen am Anfang. Glück gehabt. 4 Sekunden auf der Uhr. He's stealing me. From myself. But I'm not alone. Shh. There. Silence. I had the strength to turn my instrument of judgment upon myself. To escape hordes of ravenous, idiot little specks like you. I have more than enough strength to shut you up. So, und jetzt geht's auf zum Endboss. Das erste Mal, dass ich ebenfalls so einen Nightwave-Endboss erlebe. Ich habe zwar schon mal probiert mit Wukong. Allerdings war am Anfang nicht alles klar, dann waren die Leben vorbei und ich hoffe mit Lokis Unsichtbarkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fähigkeit nutzen kann. Ist ja Wurst. So, das Game Design, oft gesehen, ne? Einer in der Mitte, wir fliegen rum. So, er schießt jetzt. Die Dinger erscheinen, das sind die Teile, die wir gesucht haben. So, er schießt jetzt mit diesen Dingern. Ach, fuck. Hab ich's nicht. Ja. Komm, schieß nochmal. Nein. Na, macht ja nichts, wir kommen wieder. So. Tschuck. Komm, schieß nochmal. So, ihr müsst die Glasscherben nehmen und hier rauf. Puh, oh, daneben! Willst du mich verarschen? Zack, zack. Und drauf. Vorhalt. Ey, wieso schmeißt du die denn so hoch, Loki? Wieso falle ich denn runter? Dieser Druck. Boom. Boom. Komm, shoot. Shoot. So, einfach tiefer und ein bisschen weiter zur Seite ziehen. Zack, so. Jetzt brauche ich dich und beschmeiße dich. Schaden weg, sieht man oben. Und nochmal drauf. Und nochmal drauf. So, Phase 1 vorbei. Nice. So, die Dinger kommen neu. Stufe 2. Was nu? What? Was willst du denn? So, aufpassen. Springen. Hoffen, dass er. Ich weiß nicht, warum ich gerade gestorben bin. Und drauf. Zack. Und verglast. Jetzt. Lieber in den Abgrund als im Schwert getroffen. Schieß. Puh. Senkrechter Schlag. Zur Seite ausweichen. Shoot. Attacke. Ich hätte ihn schießen lassen sollen. Ja, was? Ah, ich muss es aufsammeln. Nix da, Kollege Schnürschuh. Zuck. Sprung. Attacke. Komm, shoot. Gleiten. Komm von hinten. Mistsau. Ach.
Achso, dann müssen wir gleich darüber oder nehmen den am besten. Komm, schieß. Boah, bist du lame. Pam, horizontaler Schlag. Ein Witz, wenn man dich einmal durchschaut. Knapp. Boom. Schade. Eingeeist. Nein. Naja. Zum Glück habt ihr... stets... ja, mehr Wiederbelebung. Oder es kommt gar nicht erst dazu. Und ja, wein doch. Kann ich den von hier treffen? Yes. Shut up, man, we're busy. Echt mal. Und zurück. Verdammt! Come on! Gib mir die Glass! Shoot! Kurze Hirnblockade! Der hat mich getroffen! Ja, Schwur! Komm, schieß nochmal! So, jetzt bist du mein. Ach, noch getroffen. Komm, du gehst jetzt down. Down. Going down. Zack. Und nochmal, was so schön war. Ha. So, ich bin gespannt. Get him. Wie? Now sing, you bastard. Oh, Loki wackelt. Wieder der Anfangslag, wie bei jeder Ladesequenz. Blub, blub. Das schneiden wir raus, wahrscheinlich. Here he is. Yay! The terror of the Orokin. Nice. Bottled up like a rich lady's bathwater. Or two-credit hooch. Do what you want with him. Prop a door open. Bury him 20 feet deep. Either way, he's yours. It's up to you to make sure he never gets loose again. Hell of a day, Dreamer. Auf jeden. Hell of a day. Nice. So. Schließen. Gleich angucken. Und zwar. Ja, wo gehört denn Glas hin? Ja, da steht schon was. Hier noch nicht. Ergo. Ne, zeige euch gleich mal Landungsschiff-Optionen. Die haben wir für den Glasmacher freigeschalten. Das ist das Anfangsschiff. Mit einem extra Skin für diese Ingame-Währung. Nicht Ingame-Währung, Realgeld-Währung gekauft. Wollen wir da aussehen? Könnt ihr innen alles wechseln? Und schade. Wieder rein. Dekorieren. Könnt ihr jetzt so rumfliegen? Und Dinge setzen. Ne, seht ihr ja schon. Oh, ich bin viel zu schnell. Unterwegs. Ja. Aber was wollten wir eigentlich tun? Diese Verwirrung, Leute. Diese Verwirrung. Dekorieren wollten wir. Mit der 1. Tada! Ja, können wir ja auch hier hinsetzen. So, schön in die Schmiede. Denn zur Schmiede gehen wir nun. Und schauen uns mal das tolle Breitschwert an. Breitschwert. Breitschwert. Wo? Wo? Hier. Ja, dazu brauchen wir noch einiges an Orokin-Zellen. Schade, schade, schade. Schade, Schokolade. So, das war's mit Nightwave und Warframe Folge 2. Nächstes Mal zeige ich euch mehr von den Stationen mit heiler Stimme. Ciao!